With your love, nobody can drag me down my life. Immer dieses durch die Business Gas laufen. Freier Kanti Vlogs. Jetzt wollt ihr wissen, was ich denke. Nicht. Das ist voll krasse Sicherheitskontrolle, keine scharfen Sachen im Handgepäck und dann kriegt man Messer. Alles was kostenlos ist, mit. Oh yeah. Ja, jetzt habe ich gerade die Sexszene in meinem Film verpasst. Wir werden jetzt gleich landen. Sieht aus wie eine Jollibee-Mitarbeiterin. Kennt ihr Jollibee noch? Ja. Kannst du kurz... Ja, sie hat mit den Burger, so? Mit den Kameras. Das sind sie noch so, gibt so 20 Minuten jetzt oder so. Dass wir landen, wir freuen uns schon voll. It's the final countdown. Und dann geht's nochmal weiter, 3 Stunden und dann sind wir da. Danke. Freuen wir schon voll. So, wie viel ihr euch? Ich kann schon, ich spüre schon mental die Verbindung zu meinem, zu meinem Dad. Merke schon, wie wir uns näher kommen. So, meine Damen und Herren, bitte schneiden Sie sich jetzt an. Bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position. Und tschüss. Guck mal, Schiff. Hi. Am liebsten hier sitzen bleiben, komm. Die Leute hat es gut. So freundliche Menschen. Die sind Anna und so. Alles, so freundlich alle, gell? Liebe. Die haben mir echt leid getan, die ganzen Tür letztes Mal. Das sind echt 10 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden wieder noch arbeiten. Ja. Das stimmt. Okay, ich bin vollgepackt. Auf jeden Fall Singapur, den schönsten Flughafen der Welt, finde ich. Was schon? Nee, noch nicht. First time, sein erstes Mal. Ich hab ja voll den geilen Film angeguckt und 3 Minuten vor Ende ist die Scheiße aus. Welches? Die Water, die Weine oder was. Ach so, keine Ahnung. Ja, aber es ist halt kurz vor Ende. Wir sehen uns gleich in der Main Hall. Die Gang. Oh Mann, ich schlafe immer so richtig hässlich. Schlaft ihr auch so hässlich? Du hast richtig so geschlafen, so. Nobody can drag me down. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich habe direkt gemerkt, als wir hier aus dem Flugzeug so gestiegen sind, weil es ein bisschen Luft in diesen Tunnel gekommen. Ich habe direkt Singapur gerochen. Oh, das ist so traurig. Wenn ich weiß, dass mein Vater nicht mal eine Stunde von mir entfernt jetzt ist und ich ihn nicht sehen kann. Und das, also er meinte auch, vielleicht können wir uns am Flughafen sehen, aber ich glaube, das ist, wir haben nur 2,5 Stunden Aufenthalt und das ist zu kompliziert. Bringt nichts. Schauen gerade, wo wir hin müssen. Welche Flugnummer hat der? SQ918 ist das. Oh cool, auf solchen Dingern will ich auch fahren. Wir sind die Coolsten hier. Ich hänge alle ab. Oh, geht mir aus dem Weg. Bist du broke? Nope. Bist du rich? Jope. Magst du Hitler? Nope. Magst du Pizza? Jop. Ist ja super Hightech hier, schau mal. Oh mein Gott! Wir sind jetzt hier bei dem Garten vom Singapur Flughafen. Bei dem Garten? So. Hashtag Deutsch. Diese Fische! Das schicken wir mal der Oma. Ja, wir sprechen Englisch. Oh, wir haben gerade ein Foto gemacht. Das ist echt ein guter Trick. Also falls ihr Polaroid-Bilder macht, dann legt es so irgendwo drauf. Und nicht so. Aber es ist schon ein bisschen dunkel, ne? Mhm. Ja. Hätte man vielleicht so abwechselnd machen müssen. Dann wird es so ein Mixfilter. So, haben jetzt den Stress hinter uns. Wir mussten nämlich durch den, durch die Sicherheitskontrolle. Ich finde, das ist immer so stressig. Immer alles wieder auszuladen, einzupacken und schnell und keine Ahnung.
Im ganzen Stress fängt man ja an zu schwitzen. Das ist ja wie Marathonlauf hier. Bald soll eigentlich Boarding beginnen. Also eigentlich soll es schon anfangen, um 6.25 Uhr. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt nicht direkt einsteigen in das Flugzeug. Hier sind voll viele Filipinos. Ist ja klar, weil wir auf die Philippinen fliegen. Beatbox. Wir sind jetzt im Flieger und guck mal, Shanti hat eine ganze Reihe für sich. Ich habe eine ganze Reihe für mich. Ich kann mich hier hinlegen. Business Class, was ist los im Chat? Nee, aber der Flug ist nicht so voll, deswegen gut für uns. Fühlt sich auf jeden Fall voll geil an. Schade, dass es mit dem 13-Stunden-Flug nicht so war. Und ich gucke gerade Insurgent an. Ich habe es eigentlich schon mal gesehen, aber... Menü. Gucken wir mal, was es heute gibt. Abendessen. Ja. Es gibt Abendessen. Und zwar ein Singaporean Celebration Salad, eine Braised Bath mit Brown Peppercorn Sauce oder ein Ayam Tempura, mit Ei, was ist das? Ich kenne das nicht. Eis? Ich glaube, das wird wieder Magnum sein oder Ben & Jerry's. Wow, mein Pickel hier tut weh. Geil, Alter, guck mal. Manila zu Singapur. Frühstück, ich lese einfach mal ein bisschen vor. Saisonfrüchte. Da Ingna Bangus, das ist so Fisch. In, wie heißt das? Das ist so ein, also der Milchfisch heißt der. Milchfisch heißt der, glaube ich, irgendwie auf Englisch. Und das ist so frittiert und so, voll geil. Naja, freue mich aufs Essen. Hunger. Wir sind jetzt mittlerweile auch schon in dem Flugzeug Richtung... Hey, warum ist es so komisch? Wir sind jetzt gerade im Flugzeug Richtung Manila und haben jetzt auch schon Essen. Und zwar habe ich hier Chicken und er hat auch Chicken, Nudeln, Coke. Muss aber echt sagen, das Essen hier ist viel geiler. Ist voll lecker, gell? Mega. Das Essen von unserem vorherigen Flug ist auch so lecker, also, weil das heißt ja immer Flugzeugessen ist so eklig, aber so lecker, Alter, 5 Sterne und so. Wir sitzen alle so getrennt, weil so viel Platz ist, seht ihr das? Es sind kaum Leute da, deswegen dachten wir uns, wir gönnen uns eine Reihe. Schade, dass wir das nicht geblockt haben. Ja. Wie wir Shanti auch versucht haben aufzuwecken. Vorhin ist Shanti so eingeschlafen und dann haben die Stewardess sie versucht zu wecken und dann ist sie einfach nicht aufgewacht und dann haben die Stewardess noch Hilfe geholt, um sie noch zu wecken und dann haben wir sie aufgeweckt. Ja, egal. Auf jeden Fall lassen wir uns das jetzt schmecken. Wieder in Manila.